Wie wir bereits in unserer Sendung vom 18. Mai berichteten, hat sich der Haftantritt von Roland Bauer um einige Wochen verschoben und sogar von einem auf 2 Tage erhöht. Heute Haftantritt. Sie hätten einfach auch 100 Franken zahlen können, statt heute ins Gefängnis. Das ist richtig, genau. Also ich habe mich entschlossen, ich hatte einen Urteilsvollzug bekommen und da stand drin, ein Tag Freiheitsstrafe, also der erste Urteilsvollzug, oder 100 Franken bezahlen, mich davon freizukaufen. Eigentlich hätte Bauer rechtliche Schritte einleiten wollen, entschied sich aber dagegen. Gestern ging er also wegen des Nichtmaskentragens ins Gefängnis. Seine Videobotschaft zeigen wir Ihnen gleich im Anschluss und freuen uns, Sie nächsten Donnerstag wieder begrüßen zu dürfen. Also liebe Freunde des Widerstandes, liebe Freunde der Gerechtigkeit, ich mache jetzt hier das große Unrecht perfekt, was mir hier angetan wurde, und bringe diesen Justizskandal in Sack und Tüten. Und ich habe mich für die unverhältnismäßige Rechtskeule entschlossen, die mir ja angeboten wurde von diesem Unrechtsstaat Schweiz, und gehe jetzt hier sage und schreibe für 2 Tage in den Knast, weil ich keine Maske mit meinem Sohn im Bahnhof Luzern getragen habe. Nochmal schön auf der Zunge zergehen lassen. Dafür verurteilt mich der Staat zu 2 Tagen Knast oder 100 Franken Kaution, wovon ich mich von diesem Unrecht freikaufen kann. Jetzt hat mich ganz überraschend noch ein besonderer Gast heute Morgen verabschiedet. Albert ist extra gekommen und hat mir den Rücken gestärkt. Ja. Und da war ich jetzt sehr überrascht. Ich freue mich, unser Verfassungsschützer Nummer 1, Albert, stärkt mich und gibt mir hier viel Kraft mit auf den Weg. Und ich freue mich, Freitag euch alle zu sehen hier vor der Saal. Ja, gut, Sie wohl, Roland Bauer, mein Name. Ich wurde herbeordert, weil ich einen Urteilsvollzug antreten muss, weil ich ohne Maske mit meinem Sohn Louis im Bahnhof Luzern unterwegs gewesen bin. Aber ich habe einen Urteilsvollzug von 2 Tagen Knast. Ja? Tschüss, Louis. Tschüss, bis weiter. Tschüss. Tschüss. Also noch Tschüss.